Herzlich willkommen zur neuen Borderlands-Folge. Herzlich willkommen, Killer. Hello, dude. Wir gehen heute, wir nehmen das Auto. Ich spanne es. Bam. Bam. Und wir fahren dahin, wohin wir infiltrieren das Hyperion-Gefangenenlager. Und erledigen... Hä? Ich hab's doch gewusst, das haben wir doch letztes Mal aufgemacht schon, weißt du noch? Warte mal kurz, ich sitze noch nicht drin. Oh, sorry. Ich war nicht auf dem Geschütz gesessen. Sondern hinten auf dem Buckel. Du musst seitlich, glaube ich, einfach nur einsteigen als Bifarer oder so. Ah, eben. Jetzt bin ich am Geschütz. Okay. Du meinst doch, wir haben die Quest schon mal gemacht. Ja, dieses Warden-Viech. Haben wir letztes Mal. Das war dieser Riesenroboter, den wir nicht geschafft haben. Alles das? Ja, das werden wir jetzt gleich sehen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ah, wir wurden letztes Mal darauf aufmerksam gemacht, dass die Ingame-Sounds ein bisschen laut sind. Jetzt können wir ja gegebenenfalls ein bisschen leiser machen. Also falls es so ist, immer noch, ich weiß es nicht. Okay. War das bei den Videos, die ich aufgenommen habe, oder bei deinen? Eine gute Frage. Also ich glaube, ich mach's einfach noch ein bisschen leiser. Ich meine, Vorsicht ist die porzellangekistelte Mutter. Warte mal. Noch Musik ein bisschen runter. So, wir werden angegriffen. Ah, okay, das ist im Griff. Wir wollen ein bisschen runter. Dialog lasse ich mal auf Hardcore, ne? Aber ich meine, in die Dialoge reden wir eh nicht rein, beziehungsweise sie reden uns rein. Du weißt ja, mein Kerl, lass uns tauschen. Eine verdammt gelungene Rettung. Infiltrieren nach Hyperion Gefangenenlager. Ah, nee, ich glaube, es geht doch weiter. Weißt du noch, der wurde weggeflogen. Und ich glaube, da sind wir jetzt. Also das machen wir jetzt. Das passt schon alles, weil das ist bei dem Eingang hier waren wir noch nie. Ja, ich wollte gerade sagen, also die Umgebung kommt mir auch recht neu vor. Vor allem hier das Tor. Wir sollten richtig sein. I'm gonna press this shit, dude. What? You have me eingeschissed. Okay, let's kill these bitches. Alter, sieht das geil aus hier. Neue Umgebung oder so, aber egal. Ich muss kurz rumfuchteln. One second, dude. Der Rocket Lounger ist nämlich leer. Ich pack den mal weg. Jetzt habe ich 2 Pumpen dabei. So, ich schaue auch gerade nach. Skillpunkte nicht. Und Badass Token 1. The Badass Token. Achso, ja, da könnte ich eigentlich auch mal nachschauen. Skillpunkte not. Badass Punkte not. Hier sind die bettärschigen Punkte. Oha, da läuft schon eine Räuberrunde. Guck mal. Ah, jetzt wollen wir diese speziellen Weapons, die gegen Robots Schaden machen. Ich denke mal, die Pump macht so ziemlich gegen alles recht guten Schaden. Wow! Ja, ich hab diese eine Pump jetzt. Alter! Boah, er läuft einfach auf mich. Ich hab den gar nicht mitbekommen, den Pödel. Ich geh in die Party, dude. You're gonna make it party, dude. Bam! Ich hab nämlich diesen grünen Schaden, du weißt schon. Oh. Junge, was ist denn hier los? Alter! Was ist denn los? He has us vergewaltigt, dude! Kannst du, can you me auch geben, please? Hier ist ja alles voll! Ich sehe überall rote Dinger. Hä, hey, warum kann ich nicht... Ah, jetzt! Oh, scheiße, tot! Shit, dude! Du kannst überleben, Johnny! Ich krieg den einen, warte! Mit Pick up, dude! Alter, was für eine Action! Alter, direkt am Anfang hier so eine... Boah! Alter, erstmal ein fetter Rückzug. Bisschen regenerieren. Hey, guck mal, da kommt so ein EMP, der wird eingerannt. Achtung, da oben. So ein Cyberjet. Ah, oh, diese behinderten Jets. Also nicht so wie sonst immer einfach mal so in die Action reinspringen und ein bisschen rumpumpen. Boah! Ja, das hier ist was ganz anderes. Ich werde erstmal mit Unsichtbarkeit ein bisschen was machen hier. Man. Das ist halt schon geil mit der Unsichtbarkeit. Weißt, ich kann ganz nah rangehen, zielen, Hund treffen. Alles auf einmal. It's all the same, dude. Oha, da kommt wieder so ein Dödel angeflogen. Ja, ich seh's gerade. Und meine grüne Pummelwaffe.
Das ist so geil, weißt du, die verköteln halt einfach wegen diesem Dödelschaden. Bam, I'm stuck. Hammer time. Ich würde sagen, es ist ziemlich geil hier. Ich hoffe jetzt wirklich, dass der Sound tatsächlich, weil hier kann ich mir gut vorstellen, dass es hier etwas lauter wird. Oh nein, 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 nein. Alter, hier ist einfach so einer der Boden lebenlos. Ja, die leben teilweise auf dem Boden noch etwas weiter, aber können halt keinen Schaden mehr verursachen oder sowas. Was ist denn die für eine grüne Pflanze? Ja, ich glaube, die ist vorhin auch hochgegangen, als von allen Seiten Explosionen kamen. Ich glaube, da darf man auf keinen Fall drauf feuern. Mikrophage! Ach du, Vorsicht, EMP-Loader explodiert da, knallt auf. Ah, okay, ist schon weg. Ach, Alter, das ist hier hardcore, leck mich am Arsch, ey. Ist geil, gell? Nein. Boah, fuck. Die HE stops, so komme ich hin und her, die schmeißt. Das ist eine Gummi-HE, oder wie? Eine Gummi-HE. Jummy AE. Wo ist denn dieser Flieger jetzt wieder hin? Der Flieger stört mich immer noch ein bisschen, da kommt er gerade angeflogen von hinten. Jetzt mache ich ihn fertig, jetzt mache ich ihn richtig fertig, ey. Komm mal, Junge! Pump your ass, dude! Ja! Was? Steigere Aggression? Alter, wie geil die sich anhören, die Viecher. Fress mal eine Granate. Die, meine Freunde! You're gonna die! Ein Gunloader. Ein abgefuckter, ekelhafter Gunloader. Ist ein Riesenvieh oder was? Ne, das sind ganz normal. Die Gunloader sind die gelben, die nicht mal EMP aufsatz haben. Die sind okay. Eigentlich recht sympathisch. Manche ja. Explodieren kurz vorm Downgame. Obwohl die nicht diesen EMP-Herd haben. Ich habe hier diese geilen, diese Menschen, diese geilen Menschen. Die sind schön zu machen. Oh, aber ich hab den gleich. Ich wollte gerade sagen, nee, hau den. Hier laufen schon wieder welche rum da hinten. Kampfingenieur, was ist das? Die Foreign Engineering, die. Ah, MP-Bombe. Da oben fliegt da rum, dieser Kack. Hier, wie hier wird einer gebaut. Reparaturbot. Oh. Autsch. Dieser scheiß Jet, ey. Ah, ne, hier. Ah, das bist du. Ich hab dich aufgehoben. Ich bin aber fast down. Ich bin down. Da hinten kommen sie raus. Alter, ich treffe die ganze Zeit diesen dummen Robocop, der vor dir. Robocop. Das sind diese Kampfingenieure, diese ekelhaften Dinger. Ja. Alter, diese Flugzeuge, wie die nerven. Ich muss hier erstmal weg. Aber die Ingenieure sterben ziemlich schnell. Ich glaube, die Ingenieure bauen die oder sowas. Wenn die wechseln, glaube ich, können keine gespawnt werden. Das kann gut sein. Batsch. Alter, diese Flugzeuge. Die sind halt richtig schwer zu treffen. Das ist das Problem an der Sache. Ja, das ist kacke. Egal, gehen wir einfach weiter. Lassen wir die Flugzeuge mal Flugzeuge sein. Achtung, Granate. Oh nein, 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 EMP. Nein. Hat's so geschafft, ey. Ich glaube, in der Luft, egal wie nah du dran bist, wenn du einen Jump machst, dann kriegst du keinen Schaden. Kann gut sein, man bekommt ja diese Welle angezeigt, diese EMP-Welle. Vielleicht ist es tatsächlich. Alter, was ist denn da oben los? Ja, diese komischen Flugzeuge reparieren die irgendwie. Guck mal, das dicke Viech hier oben. Oh, das macht irgendwas, das macht irgendwas. Oh, oh, oh. Ah, da oben ist er gefangen. Ja, das steht hier oben. Schmeiß mal eine AE rein. Hab ich. Hat ordentlich gefressen. Gleich ist er weg. Ich hab jetzt auch gerade meine Special Attack. Warte, noch eine Granate. Und noch eins. Boah, das wird jetzt ein richtiges Teil geben. Ja. Ja, sein Schild ist schon mal weg. So. Jawohl. Weg. Lächerlich. Oh. Oh oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Indem ich jetzt schlage, ich bin zwar unsichtbar. Okay. Fuck. Oh.
Alter, hier steht ein Geschütz. Hier hilft uns einer. Ach, der Röhlend. Drällend. Vielen Dank. Mir fällt gerade ein oder auf, das sind die vom letzten Teil, ne? Also die Lilith ist ja vom ersten Roland, glaube ich, auch. Alter, hört über die Granaten hier an. Die, bis jetzt. Oh. Das war doch kurz. Normalerweise haben die doch so ein blaues Umfeld kurz bevor sie detonieren. Das gibt's doch nicht. Da haben wir noch viel mehr Palm direkt ohne Vorwarnung. Der Bettarschloader ist hin. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir HEs. Alter, kommt noch so ein Badass-Loader, ne? Ich kann sich hier hinter diesem anderen Viech, glaube ich, verstecken. Da können die wohl nicht hinballern. Ja, ich schaue mir gerade die HEs an, aber irgendwie. Die wir haben, sind ultimativ geil. Unsere Z-Dops sind doch so. Ah, das sind deine auch so komisch. Wie bitte? Dops sind deine auch so komisch. Also die Dops nicht, sondern ich schmeiß meine. Und dann explodieren die in ganz, ganz viele andere. Da kommen 8 andere raus oder so. Und die explodieren dann nochmal, weißt du? Ja. Die ultimative Explosion. Ich zeig's mal eben hier bei dem Bad Arsch. Bumm und dann bumm, bumm, bumm. Und dann nochmal bumm, 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 bumm. Ja, ganz viel Bumbo. Alter, will er mich verarschen? Dieser haarige Schabackenkrieger, ey. So, jetzt langt's aber. Meine ist recht simpel, die macht aber nur ein bisschen Feuerschaden und dopst sich, glaube ich, zum Gegner hin. Also auch wenn du ihn verfehlen würdest oder er halt versucht auszuweichen, dann dopst die so komisch hinterher. Okay. Du hast die andere aber davor aber auch gehabt, ne? So eine explodierende. Diese zerspringt. Ja. In Stücke. Boah, ich habe die Snipe in der Hand, Alter. Was hat man da? Hätte ich noch irgendwas? Ein Reparaturbot oder so? Boah, ich habe so ein Viech in der Luft geschlagen. Ja, nervt extrem. Boah. Alter! Wenn du den mit der Hand kriegst, dann explodiert sie direkt einfach. Ich hab's gerade gesehen, er hat einfach sein Ding da geladen. Ah. Er will mich doch verkackeiern, der Kerl. Weißt du, ich hab ihn 3-4 Mal nicht getroffen, einfach. Is it cause I'm bad? Na, 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 na. Flugzeuge. Geht weg. Hä? Flugzeug. Steckelt oder was da?